Borgmann mit Tempo über die linke Seite. Dann dreht er Bürgner ein, immer noch Borgmann. Österhellwig mit Platz. Österhellwig mit dem 1:0 für Energie Cottbus. Erstes Saisontor für den Neuzugang von Carl Zeiss Jena letzte Saison. 7 Treffer. Zuletzt getroffen im April gegen Chemie Leipzig bei der 2:3 Niederlage. Er belohnt sich für seine Startelf-Nominierung. 8 Jahre spielte er bei Hertha BSC. Und trifft hier direkt gegen seinen Ex-Club. Was für eine Geschichte. Emin Can Tekin. Letzte Saison bei Hertha ein Tor in 13 Einsätzen. Jetzt das erste Tor für TB. Und was für ein schönes. Nächster Freistoß, 13. Minute. Diesmal macht es Philipp Wendt. Und der macht's richtig gut. 1:0 Chemie, 13. Minute. Der 25-Jährige schon seit 2017 bei Chemie. Und bei diesem Freistoß, da hat die Abstimmung zwischen Mauer und Torwart auch nicht ganz gepasst. 67. Minute. Hildebrand, schöne Verlagerung auf Hasse. Und dann ist er da, Tim Heike. Nächster Sonntagsschuss an diesem Samstagnachmittag für Energie Cottbus. 2:0. Heike lässt die Muskeln spielen. 2 Minuten 50 gerade mal auf dem Feld. Sein zweites Saisontor hatte er schon gegen Luckenwalde getroffen. Und für die Jubel haben sie sich was einfallen lassen. Erst der Wischer zusammen mit Kujovic und dann das Schläfchen mit Eisenhut in Anlehnung an Basketball-Superstar Steph Curry. Ecke Hertha. Und Aksakal mit dem Seitfallzieher. 90 plus 1. Was für ein Tor, was für ein Finish in diesem Spiel. Aksakal vergibt den letzten Elfmeter und macht hier das 3:3 in allerletzter Minute. Enzer Aksakal, Schock TB im Alleingang. Tor Nummer 3 für ihn und 1 für das Tor des Monats. Dann Freistoß, da stehen sie, die Torschützen Wendt und Mäder. Aber einer, der hat eine andere Idee. Florian Brückmann, rein ins Tor. 3:0, ein Geniestreich vom Verteidiger. Für ihn das zweite Tor in dieser Saison, schon der erste Treffer am ersten Spieltag in Babelsberg. Der konnte sich sehen lassen, genauso wie dieser, wunderschön über die Mauer gezirkelt. Überrascht die Lichtenberger mit diesem Freistoß. 3:0. Freistoß für den BRK nach guten 10 Minuten. Patrick Susek rein ins Tor. Neuer Spielstand 0:1. Und klar, da sieht Franco Flückiger im Erfurter Tor nicht gut aus. Joel Richter, der Berliner mit der 7 auf dem Rücken, irritiert ihn noch.